Jo, dann geht's mal auf hier, den Weg durch den Keller freikämpfen oder so. Ich finde es voll geil. Man hat hier übelst den fetten Tunnel und so eine coole Hebelkonstruktion an so einer Brücke, an einem Weg, der angeblich nirgendwo hinführt, wo aber auch regelmäßig die Kerzen erneuert werden, weil sonst wären hier ja keine brennenden Kerzen. Alles klar. Oh, okay. Laufen wir mal. Kommt er noch? Wir wollten da sowieso nicht wieder hin, also von daher. Auf geht's. Lalalala. Oh, ich gehe mal hier rein. Hier ist schön. Hier ist Wasser. Hier ist Licht. Oh, warte mal. Hier liegen schöne Sachen rum. Hier werden auch noch Kerzen regelmäßig ausgetauscht, damit es irgendwie hell ist. Geht's hier? Ende. Warte. Kann man hier hochspringen? Nein, kann man nicht. Na gut. Aber wir haben es versucht. Ja, ich komme ja schon. Keine Panik. Das Coole ist natürlich so, hier liegen nackte Skelette ohne Klamotten rum. Und ich meine, warum eigentlich? Waren die Leute nackt oder wurden die schon ausgeraubt? Und derjenige, der sie ausgeraubt hat, dachte sich so, ja, die haben hier so eine geile Robe für 300 Goldmünzen an, so wie der Typ im Verlies eben gerade. Da brauche ich diese Peanuts aus dem Portemonnaie gar nicht mitzunehmen. Mir reicht ja die geile Robe. Nee. Oh, 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 pfui. Die mag ich nicht, die sollen weggehen. Oh, deine Mutter. Ja, hier eine besonders fette. Schön. Na, Riesenschlangen wären auf jeden Fall besser als diese hässlichen, wie auch immer. Ich nehme einfach mal dieses Gift mit. Ich benutze sowas irgendwie extremst selten. Aber ich könnte ja mal so aus Spaß ein bisschen rumbasteln später. Und hier hängt noch was. Skewer. Es muss irgendwas sein, was in der Kanalisation lebt. Ja, genau. Weiter geht's. Ja, ich bleib ja schon bei dir, wenn du Angst hast. Und außerdem, warum liegen die vielen Leute hier rum, wenn es hier doch nichts gibt? Hat er irgendwas für mich? Aua. Oh, Tatsache. Bier. Okay, es ist Met, aber egal. Okay, jetzt ist der Bär sowieso wach. Oder auch nicht. Da waren Sachen drin, die wollte ich gerne haben. Wie zum Beispiel Alk. Alk. Steuerung, um zu schleichen. Können es auch anschleichen und können ihn dann einfach mal so einen Bogen irgendwie in den Torso, also nicht den Bogen, sondern aua. Oh, das war einfach. Ja. Genau. Skelette, die nichts haben, was man irgendwie fleddern könnte. Wow. Aber man kann sie cool durch die Gegend treten. Cool. Hui! Brustkorb, Fußball. Hüpf, hüpf. Ja, da ist doch Licht. Da gehen wir doch mal hin.
Das Licht am Ende des Tunnels. Aha. Was? Da guckt er, da ist der Drachen, da versteckt er sich. Verstecken wir uns auch mal. Sicher ist sicher. Ja, da bin ich auch dagegen. Ich meine, hier guck, die Welt ist groß, lala, auf geht's. Ja, schönes Wetter heute. Schöne Gebäude da hinten. Nice, nice, nice. Und Wegweiser. Ja, Riverwood, da wollten wir hin. Schmetterling, hui. Kommt da noch? Die Alpen. Oh, Zaubersteine. Wunderbar. Genau. Ich habe ja gesagt, ich habe diesmal übelst den Plan und ich möchte hier weder rumprügeln, noch möchte ich rumzaubern, sondern ich möchte eher durch die Gegend schleichen. Und darum nehme ich diesen tollen Diebesstein. Und übrigens gilt auch Bogenschießen als Stealth-Skill. Deswegen trifft das ganz gut, weil ich sowieso mit dem Bogen die meiste Zeit rummachen werde, denke ich mal. Ja, und jetzt laufen wir einfach, bis wir in diesem Dorf sind und genießen so lange die wunderschöne Landschaft. Mit diesen klaren Strömen, wo man bestimmt schön Forellen fischen kann oder sowas. Ja, es ist doch recht idyllisch hier. Oder vielleicht auch nicht. Aua. Verpiss dich. Mir immer schön gleich Combo-Attacken. Man gleich hier das Wolfshackfleisch mitnehmen kann. Und die Wolfspelze auf jeden Fall, die ich auch überhaupt nicht total zerhackstückelt habe. Aber sonst ist da keiner, oder? Zwei Stück? Ja. Sehr schön. Ja, dann kommen wir ins Dorf. Wunderbar. Dann kann ich die Schwerter auch wieder wegstecken. Nicht, dass die gleich sonst was denken, wenn ich hier so reinlatsche. Auch noch blutüberströmt wahrscheinlich. Ja, hallo auch. Der dreht sich gleich schon wieder um, wenn er mich sieht. Hallo Sven. Oh ja, bla bla und so weiter. I keep telling him. Er muss nicht alles wissen. Überhaupt nicht von sich eingenommen hier, unglaublich, ey. So. He sounds persistent. Was zum Teufel? Ja, okay, lassen wir das. Jo, hallo, Mr. Elf. Ach, das ist gleich der Fritz, okay. Nee, der Frauenausspanner. Soll ich Sven jetzt verraten? Ja, ich mach das einfach mal, weil ich böse bin. Hier,
Was zum Teufel? Naja, da ist wohl einer nicht besser als der andere, hm? Huhn. Ja, mal gucken. Sprechen wir doch mit der freundlichen alten Dame hier. Hallo Hilde. I saw a dragon. Ja, stimmt schon, hi auch. Ich wollte nur mit dir reden, hallo? Ja, klarer Fall. Und wer ist das hier? Gerdur. Wenn's Gerda nicht mehr tut, dann muss es Gerdur sein. Ja, bevor ich hier weitermache, mache ich glaube ich erstmal Ende und gucken wir mal im nächsten Video, wo ich jetzt hier so mein Unwesen treiben werde.